Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du ein 60 € PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 € PSN-Karte zahlst du über 12 € weniger mit dem Code Shappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Willkommen bei Shappy, der absolut am Wochenende vergessen hat auszulosen, wer die 2x5 € PSN bei Ineva gewinnt. Deshalb machen wir das direkt jetzt, ohne zu warten. Wie ihr seht, sind wir hier ganz normal bei OBS und damit ihr auch seht, dass ich euch keinen Scheiß erzähle, werden wir hier einfach mal öffnen das Ganze. Dann geben wir hier mal bei Google diesen Kram ein. So Leute, dann wollen wir uns mal anschauen, wer aus den Kommentaren der Gewinner ist. 109 Kommentare, absolut heftig. Und wir haben 2x5 €, die ich sozusagen aus meiner Tasche verschwende. Das heißt, wir drücken auf Start. Erstmal machen wir diese. Ne, Werbung kriegen wir gar nicht, ich habe keinen Adblocker an. Wir drücken erstmal auf Start, gucken, wer der Gewinner ist. Mir persönlich ist es ja völlig egal. Ich freue mich über jeden, der etwas gewinnt. Und es ist Hockstina mit. Ich wünsche mir den blutverschmierten Bildschirm von MW2 zurück. Nie war er schöner und irgendwie bekommen die das nicht mehr hin oder machen es einfach nicht. Lol. Ein geiler Kommentar. Hoxtina, ich bin nicht sicher, wie man es ausspricht. Sieh es mir nach. Schreib mir einfach bei Instagram oder Twitter für deine 5 € und wir nehmen den zweiten Gewinner direkt. Der zweite Gewinner oder die Gewinnerin ist Enis Ünlü Kongratscheppi. Ohne C. Das ist hart. Enis Ünlü. Salam alaikum, malaikum salam, a nasisin imsen, bende imsen. An meine türkischen Mitbürger. Schreib mir gerne bei Instagram oder bei Twitter. Und ich werde auch dir deine 5 € bzw. deinen Code geben, damit du deine 5 € abziehen kannst. Die beiden glücklichen Gewinner können mich bei Instagram, bei Twitter anschreiben. Bei YouTube geht das, glaube ich, auch irgendwie, habe ich mal gehört. Ihr habt genug Möglichkeiten, mich anzuschreiben. Da gibt es auch so eine YouTube-E-Mail-Adresse. Macht es über Instagram, Twitter, hat jeder von euch. Wir verifizieren das dann einmal ganz kurz über so einen Testkommentar von eurem YouTube-Kanal aus, also von eurem Kommentar aus, sodass ich sehen kann, ihr wisst schon, was ich meine. Und es gibt noch bessere Neuigkeiten. Ich habe meinen Vertrag mit Ineba um ein ganzes Jahr verlängert. Das heißt, ich habe schon durchaus vor, auch wieder da zu bleiben und nicht wieder eine lange Pause zu machen. Ineba begleitet mich als Partnerseite, seitdem ich ein winziger, winziger, winziger Scheppi war. Ein Scheppi-Flämmchen sozusagen. Ein Scheppi-Glühwürmchen. Und ich kriege ja auch dafür Geld, dass ich für Ineba Werbung mache. Ich kaufe über meinen Code Chappy, das ist die gute Nachricht für euch. Der Code Chappy bleibt natürlich auch mindestens noch dieses eine Jahr und eigentlich noch länger. Ich bekomme ja auch Rabatt, wenn ich über meinen eigenen Code kaufe. Und zwar genauso viel wie ihr, 3%. Das heißt, ihr seid jetzt nicht die einzigen irgendwie oder nur ich profitiere davon, sondern ihr auch. Und wir verlosen und verschenken, und da müsst ihr gar nicht mehr wirklich viel tun, 3x5 € PSN-Karten direkt über Ineba. Das haben wir schon mal gemacht und der Zuspruch war extrem. Und es ist ein bisschen einfach an die Community zurückgeben. Ihr braucht nichts dafür tun, außer unten in der Videobeschreibung auf den ersten Link klicken. Ihr könnt Lose sozusagen gewinnen. Wenn ihr Ineba auf Twitter folgt, bekommt ihr 10 Lose. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, bekommt ihr 10 Lose und, und. Das heißt, ihr könnt, glaube ich, bis zu 100, 105 Lose gewinnen. Und von all den Losen werden dann 3 ausgewählt. Das ist am nächsten Wochenende von Ineba und ihr bekommt dann automatisch eine E-Mail, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Und wenn ihr gewonnen habt, braucht ihr auch nicht so einen Mindestumsatz oder so machen, sondern ihr kriegt dann einen 5 € Gutschrift bei Ineba. Wenn ihr für 5 € dann eine PSN-Karte haben wollt, könnt ihr diese Gutschrift nehmen. Ihr zahlt keinen Cent und habt euren Gewinn. Wenn ihr eine 100 € PSN-Karte kaufen wollt, dann zahlt ihr nur 95 €. Dazu nehmt ihr 3% mit dem Chappy-Code und schon seid ihr reich. So, ab zum Video, Leute. Das war lang genug Werbung. Wie ihr seht, bin ich heute in Hemd und relativ schick. Grund dahinter, ich komme von der Arbeit und muss nachher nochmal zur Arbeit. Ich habe nämlich eine wichtige Besprechung mit meinem Chef direkt. Das heißt, ich werde das hier jetzt aufnehmen. Heute Abend, heute Nacht schneiden für euch. Dafür gerne Like und Abo, so dass ihr es am Mittwoch rechtzeitig ab 16 oder 17 Uhr sehen könnt. Denn wenn ich das sonst nach der Arbeit mache, brauche ich immer einen Tag, um das zu schneiden, um das zu rendern. Ich muss ja irgendwann schlafen. Ansonsten ist das Scheppi-Feuerchen ganz schnell nur noch ein kleines Scheppi-Flämmchen. Deshalb nehme ich es heute auf. Ich möchte mit euch über die 5 Dinge sprechen, die ich in Call of Duty, Black Ops, Cold War, Alpha wirklich gut fand, die mir gefallen haben, an denen man auch weiter arbeiten kann.
Das Thema Skill-Based Matchmaking werde ich da nicht mit inkludieren, weil das ein ganz eigenes Thema für sich ist und es nervt mich auch, aber ich will gar nicht groß ausführen, denn die Alpha hat uns viel mehr geboten und hatte viel mehr zu bieten als nur das Thema Skill-Based Matchmaking. Deshalb Leute, 5 Sachen, die ich richtig geil fand. Nummer 1. Vielleicht roasten mich manche in den Kommentaren darüber, aber ich fand das Movement in Black Ops Cold War richtig klasse. Viele haben gesagt, in Modern Warfare war das besser. Hier war es manchmal nicht so ganz flüssig, aber das Slyen, wie schnell man slyen konnte, auch wenn sie es ein bisschen runtertunen, das haben sie ja schon angekündigt, fand ich mega geil, hat mir richtig Spaß gemacht. Man konnte mal wieder schnell über die Map. In Modern Warfare war das alles so ein bisschen anders. Vielleicht kam das Gefühl des Movements auch einfach, weil man hier nicht ganz so schnell stirbt. Das Slyen war vielleicht ein bisschen zu schnell, aber mir persönlich als eigentlich guter Spieler hat es gefallen. Da kann man wirklich aufbauen und ich finde auch, viele haben gesagt irgendwie, das Movement in Black Ops ist viel, viel schlechter als in Modern Warfare. Ich sehe das gar nicht so. Ich bin ja gerne mal gegen die allgemeine Meinung. Ich sehe das in dem Fall nicht so. Aber es ist auch mein subjektiver Eindruck gewesen. Mir persönlich hat so eher zugesagt. Wenn ihr mehr Lust habt auf ein anderes Movement-System, ich akzeptiere das. Der zweite Punkt, der in der Alpha meiner Meinung nach eigentlich richtig cool war, waren, und das wird jetzt wieder so ein bisschen kontrovers sein, der Sound. Ich fand super, dass ich sehr gut hören konnte, wo kommen die Schüsse her, wer schießt mit einem Schalldämpfer, wer schießt ohne Schalldämpfer, wo explodiert die Granate und, und. Das haben sie hier sehr, sehr gut gemacht. Ich konnte Fußschritte sehr, sehr gut hören, auch wenn jemand Geist hatte, da, oder Ninja eher, da wollen sie ja nochmal dran arbeiten, dass Ninja mehr wie Totenstille ist als aktuell. Ich finde es angenehm, wenn ich jemanden, der keinen Totenstille hat, kein Ninja und normal läuft oder sprintet, wenn ich den gut hören kann. In Modern Warfare sind mir, wenn Streaks in der Luft waren oder wenn auch nur einer geschossen hat, sind mir die Ohren immer weggeflogen, weil es so unglaublich laut war. Der Sound generell ist ziemlich gut gebalanced, war so mein Empfinden hier in der Alpha. Ich hatte Spaß damit, ich konnte damit gut arbeiten. Die dritte Sache, die mir persönlich sehr gut gefallen hat, und es ist eigentlich schon schlimm, dass wir so weit sind, dass wir sowas feiern müssen, wir hatten die Auswahl, Maps und in Anführungsstrichen Modi auszuwählen. Natürlich nur begrenzt, weil wir im Prinzip nur am Anfang Abschluss bestätigt Herrschaft TDM hatten, später Stellung. Aber das Map-Voting-System ist zurück. Das heißt, wir können mit der Mehrheit entscheiden, welche Map wir spielen wollen, welchen Modus wir spielen wollen. In Modern Warfare hatten wir das nicht. Da sind wir aus der Lobby rausgeflogen, in eine neue Lobby reingekommen. Das Skill-Based Matchmaking hat alles so ein bisschen durcheinander getüftet, hat uns dann etwas Riesiges, Langes in den Hintern geschoben und gesagt, du spielst jetzt gegen diese Leute auf dieser Map. Viel Spaß dabei. Fand ich ehrlich gesagt nicht so geil. Meine Meinung. Deshalb bin ich ziemlich glücklich darüber, dass wir das wieder haben. Der vierte Punkt und vorletzte von denen, die ich jetzt unbedingt erwähnen möchte, die mir wirklich gefallen haben, und ich glaube, da geht es vielen von euch so, das Gunsmith-System, was wir hier aus Modern Warfare ein bisschen kopiert in Black Ops haben. Man sieht endlich prozentual, welcher Aufsatz, welche, ich sag mal, Entfernung dazu gibt, welcher Lauf dafür sorgt, dass die Schadensreichweite steigt, wie viel schnell ziehen ich eigentlich dazu bekomme, wie viel Rückstoßkontrolle jetzt dazu kommt und. Man braucht nicht mehr auf die Balken gucken, die gefühlt in jedem COD scheiße waren, sondern man kann endlich mal gucken, wie sieht das aus, wie viel bringt es mir, man kann vergleichen. Das alles in einem, ich sag mal, System aufgebaut, das ist gleich der fünfte Punkt, deswegen nehme ich es nur mal kurz hervor, was so gut ist wie lange nicht mehr. Und damit zum fünften Punkt, ich habe es ja schon ganz kurz angerissen eben, das Klassenmenü ist Weltklasse. Wir haben absolut übersichtlich alles, was wir brauchen. Wir können 6 Perks nehmen, was großartig ist. Wir können aber auch unsere Waffen mit Aufsätzen vollknallen. Wir können 3 Perks nehmen. Wir können mit vollgeladen loslaufen. Wir können mit doppelt Granaten loslaufen. Wir können das alles wegmachen und können irgendwas anderes nehmen. Großartig, großartig. Endlich haben wir die Möglichkeit, unsere Klassen ganz genau so zu machen, mit allem, was dazugehört, wie wir das gerne hätten. 5 Aufsätze auf der Primärwaffe, 5 Aufsätze auf der Sekundärwaffe. Dafür machen die Aufsätze ein bisschen weniger, als sie sonst zum Beispiel in Black Ops 3 gemacht haben. Finde ich absolut genial und man muss bedenken, wir hatten bisher nur relativ wenig Perks zur Auswahl. Da werden ja hoffentlich vielleicht auch nochmal ein paar neue, die wir noch gar nicht gesehen haben, kommen. Das heißt, da muss ich ehrlich sagen, Leute, ich bin ein großer Fan gewesen und hoffe, dass es so übernommen wird. Ich hoffe, das waren 5, wenn nicht, tut's mir leid. Ihr wisst, YouTuber sind nicht die Schlausten und zählen können wir auch alle nicht.
Ich hoffe, ihr habt verstanden, warum ich dieses Video gemacht habe. Skill-based Matchmaking. Es gibt noch viel mehr andere Themen. Diese Alpha hat viel geboten, worüber wir diskutieren können, was man besser machen kann, was schon gut läuft. Lasst gerne eine Bewertung da, Leute. Lasst auch gerne ein neues Abo da. Schreibt mir gerne unten, was euer Headset ist, dass wir mal gucken können, ob ich der Einzige bin, der so eins nutzt. Und schreibt mir mal rein, was euch gefallen hat und was euch nicht gefallen hat. Ich bin raus. Ich habe vorher mein Mikro gehauen. Haut rein.